alle begrüßen zu können, quasi zur ersten Workshop-Runde des Tages. Heute unser Workshop mit dem Titel Moderne Logistikplanung durch Kopplung von Simulation und Optimierung. Vielleicht ganz kurz, bevor wir ins Inhaltliche gehen, zu uns. Also ich bin Boris Amberg, bin seit 2014 hier am FZI beschäftigt. Ich bin Abteilungsleiter für Logistik und Supply Chain Optimierung und beschäftige mich dementsprechend eben mit Optimierungsfragestellungen rund um die Logistik und vor allen Dingen da mit der Modellierung und dem Entwurf von Algorithmen basierend eben auf mathematischer Optimierung. Ja, kurz mein Kollege, noch ein paar Worte. Genau, Philipp Pfad, wie Sie auf der Folie sehen können. Ich bin seit knapp 5 Jahren am FZI in der Abteilung von Boris Amberg. Beschäftige mich mit Optimierungskomponenten, die in Simulationsmodelle integriert werden. Ich habe eine Simulationsvergangenheit. Vor meiner Zeit am FZI habe ich als Berater für Simulationsprojekte gearbeitet. Genau, was wollen wir heute zeigen? Wir wollten zeigen an kleinen Beispielen, wie eben durch die Kopplung von Simulation und Optimierung Fragestellungen im Bereich von Logistik gelöst werden können. Es wäre natürlich für Interaktion oder für Workshop-Charakter wäre es natürlich wunderbar gewesen, sie auch persönlich am FZI begrüßen zu können. Das geht natürlich leider nicht. Wir versuchen dennoch den Workshop-Charakter so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, dann einfach virtuell die Hand heben. Wir schalten dann den Audioton an, damit Sie dementsprechend dann die Frage stellen können. Wir versuchen, die Fragen zeitnah zu beantworten, damit das eben halt so einen kleinen Austauschcharakter hat und wir ein bisschen das, ja, ein bisschen die Interaktion haben, die man auch vor Ort hätte haben können, wenn, ja, wenn die Zeiten anders sind. Vielleicht kurz ein Hinweis, die Video- und die Audiospur, die wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie nicht möchten, dass die Audiospur aufgezeichnet wird, dann am besten, wenn Sie eine Frage haben, das dann als Text formulieren. Das können wir dann im Nachgang im Textkanal dann durchgehen. Das war es soweit eigentlich von den organisatorischen Sachen. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann jederzeit einfach zwischendurch Hand heben und ja, wir schauen drauf, dass wir das im Sinne eines Workshops gut beantworten können. So, der Fahrplan für die nächsten jetzt, ich sag mal, etwas mehr als eine Stunde 10 Minuten, das ist folgender. Wir schauen uns erstmal theoretisch an die Kopplung von Simulation und Optimierung. Dann geht es ein bisschen ins Praktischere. Wir schauen uns 3 Fallbeispiele an aus dem Bereich Produktion und Logistik. Einmal zur diskreten Fertigung, Fallbeispiel zur letzten Meile Güterlogistik, zur zentralen Notaufnahme. Da haben wir schon ein Fallbeispiel. Und am Ende gibt es noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja, bevor wir starten, vielleicht noch mal, damit wir von den gleichen Begriffen ausgehen, noch mal eine kurze Abgrenzung der Begriffe Simulation und Optimierung. Hier mit 2 sehr schönen Definition, einmal von der VDI-Richtlinie und einmal aus der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Fangen wir mal mit Simulation an. Da heißt es ja so schön, dass Simulation das Nachbilden eines dynamischen Prozesses in einem System mithilfe eines experimentierfähigen Modells ist, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Das heißt, in Simulation wollen wir ein Modell bauen, mit dem wir halt ja, die Aussagen aus der Realität gut widerspiegeln können und eben dann halt Erkenntnisse für die Realität zu haben. Kern ist also, wir wollen irgendwie Leistungskennzahlen unseres Realitätssystems oder unseres realen Systems vorhersagen können anhand von gegebenen Modellparametern. Das kann zum Beispiel sein, ich habe Maschinenkapazitäten als Modellparameter und versuche dann eben durch Simulation die Leistungskennzahlen, die Ausbringungsmenge ja, zu ermitteln. Was ich jetzt mit einem Simulationslauf bekomme, ist dann quasi eine Bewertung meiner gewählten Parametrierung. Also ich habe dann eine Bewertung eben im Sinne der Leistungskennzahlen. Zur Optimierung heißt es, dass Optimierung das Finden von Ergebnissen ist, die eine möglichst gute Handlungsanweisung im Sinne einer gegebenen Zielfunktion darstellen. Das heißt also hier, ich wähle eigentlich die bestmögliche Lösungsalternative aus einer ganzen Menge von Alternativen aus. Das passiert bei der Optimierung oft durch ja, Methoden wie mathematische Optimierungsmodelle. Und ich möchte also sowas machen wie, ich habe eine Zielgröße, wie nehmen wir mal an, ich möchte eine kostengünstige Produktion für irgendwelche nachgefragten Waren einrichten.
und da versucht, diese Zielgröße quasi zu minimieren unter den gegebenen Restriktionen, wie zum Beispiel eben Maschinenkapazitäten oder Kundenwünsche, Kundenterminwünsche, die alle erfüllt sein sollen. Die beiden Themen an sich sind schon sehr spannend. Ich meine, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Das, was noch spannender ist, ist, wie das Ganze eben verknüpft werden kann. Darum geht es auch heute in dem Workshop. Deswegen kurz auch die eben Verknüpfungsarten auch wieder angelehnt an die VDI-Beschreibung. Also einmal haben wir die sequenzielle Kopplungsmöglichkeit. Das heißt, dass beide Methoden, Simulation und Optimierung, quasi unabhängig voneinander durchgeführt werden. Das heißt, die Ergebnisse aus einer Methode sind dann eben eine Eingangsgröße für die andere Methode. Zum Beispiel kann ich mit der Simulation einen Eingangsparameter für die Optimierung berechnen oder ich habe ein Optimierungsmodell, löse das und das Ergebnis versuche ich dann mit der Simulation zu validieren. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Beispiel. Ich habe ein Optimierungsmodell, um Bus-Einsätze zu planen. Dann löse ich das Optimierungsmodell, habe einen optimalen Bus-Einsatzplan und dann kann ich zum Beispiel die Simulation nutzen, um zu schauen, ist denn jetzt mein Bus-Einsatzplan irgendwie robust gegenüber Störungen? Wie verbreitet sich Verspätung, wenn wir denn das Ganze den Plan jetzt ausführen würden? Dass die sequenziellen Kopplungsarten, was ein bisschen interessanter ist, was auch der Fokus eigentlich des Workshops ist, sind die hierarchischen Kopplungsarten, eben dass sich die Methoden quasi gegenseitig aufrufen. Also während des Ablaufs der Simulation wird die Optimierungskomponente aufgerufen oder das Ganze umgekehrt, quasi dass eine Methode die andere Methode nutzt. Und da das der Fokus des Workshops ist, das Ganze nochmal auf eine eigene Folie gebracht, um die beiden unterschiedlichen Arten. Ich nutze die Simulation mit Optimierung oder ich nutze eine Optimierung mit Simulation nochmal ein bisschen genauer zu charakterisieren. Also bei der Simulation mit Optimierung habe ich zum Beispiel in meinem Simulationsmodell Steuerung oder da steuere ich die Prozesse in meinem Simulationsmodell eben mit Steuerstrategien, die eben aus Optimierungsverfahren bestehen. Das heißt, der Prozessablauf wird durch Entscheidung von einem Optimierungsmodell gesteuert. Das heißt, die Optimierung findet quasi innerhalb des Optimierungsmodells ab. Was sind das für Optimierungspunkte? Das kann zum Beispiel sowas organisatorische Aspekte sein, wie die Zuordnung von Personal zu Aufgaben oder auch technische Aspekte, wie dann das Setzen von Geschwindigkeiten von irgendwelchen Fahrzeugen. Ziel von dieser Kopplung, Simulation und Optimierung ist dann eben zu verifizieren, habe ich die tatsächlich optimierende Steuerstrategie oder eben um eben optimalen Steuerstrategien zu finden und vielleicht dann auch in die Praxis umzusetzen. Auf der anderen Seite bei der Optimierung mit Simulation, da betrachten wir die Parameter des Simulationsmodells und versuchen da eigentlich die Parametergrößen zu finden, die quasi die Leistungsausbringung des Systems, das wir betrachten, den bestmöglichen Wert für bekommen. Also grundsätzlich versuchen wir damit eben ein System zu optimieren, das sich nur schwer eben als mathematisches Modell formulieren lässt. Das ganz grob zu den, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Verständnislevel sind, was wir darunter verstehen. Ich denke, das können wir aber auch mit dem spannenderen Teil starten und da will ich an meinen Kollegen übergeben mit dem ersten Fallbeispiel. Genau, das erste Fallbeispiel, was wir jetzt mal präsentieren möchten, bezieht sich auf eine diskrete Fertigung. Konkret war das jetzt ein Projekt, in dem eine moderne Montagelinie modelliert werden sollte. Die Montageprozessvernetzung in dieser Linie hat über autonome AGVs stattgefunden, beziehungsweise war so geplant. Und wir möchten von diesem Gesamtsimulationsprojekt allerdings den SimOpt-Teil ein bisschen fokussieren. Und ein Kernthema bei Montagelinien ist natürlich immer die Nutzung der Werker, weil es sehr personalintensive Linien häufig sind.
Sprich, man kommt relativ schnell zu der Aufgabenstellung von Werker, Maschinen, Zuordnungsproblemen. Ich möchte erstmal beschreiben, welches Problem wir hier im Fokus haben. Können wir mal die nächste Einblendung machen. Prinzipiell ist es so, dass wir in dieser Produktionslinie eine Menge von Maschinen haben. Im Fall von so einer Montagelinie sind es natürlich Montagearbeitsplätze. Und an diesen Montagearbeitsplätzen kommen Werker zum Einsatz. Sprich, wir haben auch einen gewissen Pool an Werkern, die üblicherweise mit irgendwelchen Qualifikationen ausgestattet sind. Nicht jeder Werker kann an jeder Maschine arbeiten. Und die operative Fragestellung, die man da jeden Tag zu beantworten hat, ist eigentlich die Zuordnung, welcher Werker arbeitet an welcher Maschine. Sie sehen, das Beispiel ist so gewählt, dass die Lösung relativ trivial ist, die wir jetzt hier sehen. Hier haben wir natürlich jetzt der Einfachheit halber eine 1:1-Zuordnung, die da direkt möglich ist. Die Realität ist natürlich deutlich komplexer. Auf der einen Seite haben wir natürlich in realistischen Montagelinien eine Vielzahl von Maschinen. Da sind wir häufig im Bereich von 20 bis 100 Maschinen. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir komplexere Werker, also erstmal natürlich mehr Werker im Einsatz haben, dass wir auch komplexere Qualifikationssituationen haben. Die Werker können immer eine Teilmenge, sind für eine Teilmenge dieser Maschinen qualifiziert, für andere Teilmengen nicht. Und hier gibt es noch deutlich mehr Kriterien. Häufig ist es so, dass es keine 1:1-Zuordnung Werker zu Maschine gibt, sondern dass Werker ihre Arbeitszeit aufteilen können zwischen verschiedenen Maschinenbedarfen. Auch die Bedarfssituation ist häufig komplexer, weil wir vielleicht verschiedene Auftragsvorräte für die einzelnen Maschinen an einem Tag haben, sprich verschiedene Maschinenstunden bedienen können müssen. Das Gleiche gilt natürlich für die Angebotsseite der Werker. Die arbeiten vielleicht unter verschiedenen Schichtmodellen und haben daher auch unterschiedliche Angebotszeiten, mit denen sie ihre Leistung sozusagen erbringen können. Dann gehen wir vielleicht mal weiter. Eine klassische Herangehensweise, die man jetzt, wenn man den Auftrag hat, ein Simulationsmodell für diese Linie zu bauen hat, ist, dass man zunächst mal eine Regel oder Regeldefinition entwirft, wie man, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Werker vor Schichtbeginn jeden Tag neu zugeordnet werden können, weil wir eine dynamische Situation haben, wo vielleicht Werke ausfallen oder verschiedene Werke an verschiedenen Tagen verfügbar sind, wo wir auch verschiedene Auftragsbestände jeden Tag haben. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Aufgabenstellung, jeden Tag aufs Neue dieses Werker-Maschinen-Zuordnungsproblem zu lösen. Klassischerweise ist es ja so, dass man da als Simulationsbeauftragter in erster Front steht, da die Planer relativ viel zu tun haben. Die haben dann häufig die Durchschnittszeiten durchgerechnet, dass das auf jeden Fall passt. Was die Planer eventuell noch nicht so im Fokus hatten, ist, dass sie hier vor einem operativen Problem stehen, das sie jeden Tag lösen müssen. Das heißt, häufig kriegt man auch noch gar keinen Lösungsansatz hier geboten, den man umsetzen soll. Das heißt, man entwirft hier Regeln. Ich habe jetzt mal eine ganz einfache Regel auf die rechte Seite. Vielleicht gehen wir noch mal eine Folie zurück. Aufgeschrieben, also zum Beispiel weise ich jeden Werker der ersten unbesetzten Maschine zu, für die er qualifiziert ist. Das wäre jetzt eine super einfache Regel natürlich. Jetzt gehen wir mal weiter. Wenn wir uns dann darauf geeinigt haben, dass das vielleicht ein gutes Werker-Maschinen-Zuordnungsverfahren ist, implementieren wir diese regelbasierte Algorithmus in das Simulationsmodell rein. Häufig in der simulationsmodellspezifischen Sprache, je nachdem, welche Modellierungsumgebung wir hier gewählt haben. Und dann in einem dritten Schritt
machen wir natürlich unsere Simulationsläufe und werten die aus. Und dann haben wir eigentlich immer die folgende Situation, dass wir die Sollausbringungsmengen nicht erreichen können in dem Simulationsmodell. Und zeitgleich sehen wir aber, dass unsere Werker nicht voll ausgelastet sind. Ja, wo ist jetzt der Engpass? Wir sind ja auf Engpasssuche. Wir wollen ja unser Soll erreichen. Der Engpass, vermuten wir jetzt, liegt natürlich darin, dass diese Werker-Maschinenzuordnung nicht immer optimal oder nicht immer gut gelöst wird. Das heißt, wir schauen noch ein bisschen tiefer in unsere Simulationsergebnisse rein und finden tatsächlich, dass wir an diesem Regelentwurf, wie wir ihn bisher haben, vielleicht noch was verbessern können. Das heißt, in einem vierten Schritt denken wir uns jetzt, je nachdem, was wir da beobachtet haben, eine verbesserte Regeldefinition aus. In diesem Beispiel, wo wir jetzt vorhin mal angeguckt hatten, wäre es zum Beispiel sinnvoll, bevor wir die Werker zuweisen, dass wir die Werker aufsteigen nach Anzahl Qualifikationen sortieren. Sprich, Werker, die weniger Qualifikationen haben, weisen wir zuerst zu, dass wir später davon profitieren können, dass wir Werker zuweisen können, die noch mehr Qualifikationen haben. Genau, und dann kommen wir in so einen iterativen Prozess rein, mit der neuen Regeldefinition, die wir dann wieder in das Modell rein implementiert haben. Machen wir wieder Simulationsexperimente, werten die wieder aus und jetzt kommen wir in so einen Kreislauf rein, in dem wir Schritte 1, 2, 3, 4 immer wieder ausführen. Da ist jetzt ein interessanter Fakt, dass man diese Schritte häufig so lange ausführt, bis das Budget für das Simulationsprojekt leer ist. Und dann gibt man sich mit der erreichten Lösung sozusagen zufrieden. Dann macht man managementtaugliche Folien und in einem fünften Schritt präsentiert man sozusagen diese gefundene, bis dahin wahrscheinlich deutlich komplexer gewordenen Algorithmus als simulationsvalidierte Zuordnungsregeln, die dann in der Realumsetzung der Linie in die Spezifikation für die Liniensteuerung integriert werden. Für die Liniensteuerung werden die dann erneut implementiert, genau, wo man natürlich dann hofft, dass die Regeln wirklich auch eins zu eins so in die Steuerung der späteren Linie übergegangen sind. So einen regelbasierten Ansatz nennen wir in der Optimierung Heuristik. Heuristiken haben Vorteile, sie sind einfach zu implementieren. Sie liefern sehr schnelle Ergebnisse. Sie haben aber auch Nachteile. Wir können keine Optimalität garantieren und auch bei geänderten Umgebungsbedingungen kann sein, dass sie sich anders verhalten, als wir das erwarten. Deswegen möchte ich jetzt einen zweiten Ansatz vorstellen, wie wir das Problem lösen können, und zwar über eine mathematische Formulierung. Hier legen wir jetzt den Fokus weniger auf das Lösungsverfahren, weil da werden wir später einen mathematischen Solver für benutzen. Wir legen hier den Fokus stärker auf die exakte Problemformulierung. Also wir probieren das Problem mathematisch zu beschreiben. Das ist jetzt ein relativ einfaches Problem, oder wir haben das jetzt so weit vereinfacht, dass wir das mal kurz vorstellen können. Für dieses Problem würden wir jetzt eine Menge an Werkern definieren. Jeden Werker würden wir eine Kapazität, also eine Arbeitsleistung, die der erbringen kann, zuordnen. Das ist die Menge CI. Dann hätten wir eine Menge Maschinen, die wir hier definieren können und eine gewisse Nachfrage-Level jeder Maschine, hier für Demand J. Und dann haben wir diese Qualifikationsmatrix QIJ, die uns quasi sagt, welcher Werker I für welche Maschine J qualifiziert ist. Mit dieser einfachen Formulierung oder mit diesen einfachen Eingangsparametern können wir eigentlich die Modellierung, wie sie anfangs gezeigt war, definieren. Und jetzt definieren wir für unser mathematisches Modell eine Menge an Entscheidungsvariablen, X, I, J genannt. X, I, J ist dabei die Kapazitätsmenge des Werkers I, die ich in dieser Lösung der Maschine J zuordne. In dieser Menge gibt es zwei Submengen an Variablen. Das sind die X I0 und die X0J, die ich nochmal hervorheben möchte.
Die XI0, das wären sozusagen ungenutzte Kapazitäten des Werkers I, und die X0J wären ungedeckte Nachfragen der Maschine J. Dann gehen wir mal eine Folie weiter. Wenn man das jetzt als mathematisches Modell niederschreibt, sieht es in etwa so aus. Da wir davon ausgehen, dass wir einen Werker aufteilen können auf mehrere Maschinen oder die Arbeitsleistung eines Werkers auf verschiedene Maschinen aufteilen können, ist das ein lineares Programm. Genau, wo wir eine Minimierungszielfunktion haben, die einfach die ungedeckten Maschinennachfragen versucht zu minimieren. Und zwei relativ einfache Nebenbedingungen haben wir in dieser Modellierung. Das eine ist eine Kapazitätsbeschränkung, die einfach sagt, dass jeder Werker nur mit seiner Kapazität eingesetzt werden kann. Und dann haben wir eine Nachfrageerfüllung, die jetzt sicherstellt, dass nur Werker Maschinennachfragen erfüllen können, die tatsächlich für diese Maschinennachfrage qualifiziert sind. Das wäre die mathematische Modellierung, die man machen muss. Genau, wir können gerne weiter. Wie setzt man das dann konkret um? Da gibt es viele Varianten. Ich möchte jetzt die Variante darstellen, die wir in dem Projekt genutzt hatten. Wir gehen üblicherweise so vor, dass wir ein separates Problemlösungsprojekt aufsetzen. In dem Fall war das eine Implementierung in Java, für die wir eindeutige Schnittstellen definieren können. Also wir können einen Schnittstellen-Input definieren, in dem einfach das Angebot, die Werker mit ihren Qualifikationen sowie die Bedarfe, sprich die Maschinen und die benötigten Maschinenstunden, reingegeben wird, und wir definieren einen eindeutigen Output. Das ist in dem Fall die optimale Werker-Maschinen-Zuordnung, oder eben diese Werker-Maschinen-Zuordnung ist der Output, was dieses Projekt liefert. Im nächsten Schritt ist dann natürlich die mathematische Implementierung, da können wir eine Folie weitergehen, zu tun. In dem Fall haben wir das in Java umgesetzt. Und dann gehen wir üblicherweise so vor, dass wir aus dieser Modellierung ein betriebsfertiges Optimierungsbundle bauen. Sprich, wir packen die Modellierung, die wir selber machen mussten, plus einen Solver, der geeignet ist, diese mathematische Problemstellung auch zu lösen, in ein gemeinsames Package, und verquicken die miteinander, sodass wir bei Ansprechen dieses Pakets die Problemstellung übergeben können und die Problemstellung komplett in diesem Package gelöst werden kann und wir die optimale Lösung zurückbekommen. Der letzte Schritt ist dann, dass wir in dem Fall kam AnyLogic zum Einsatz, deswegen auch die Wahl, Richtung Java zu gehen. Das war dieses fertige Optimierungsbundle in unser eigentlich Optimierungsmodell einbinden können. Genau, dann gehen wir mal weiter. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, durch diese mathematische Modellierung haben wir jetzt eine garantierte Optimalität dieses Problems. Wir haben uns fokussiert auf die Problembeschreibung, weniger auf die Lösung, da der mathematische Solver uns die Optimalität garantieren kann. Das ist insbesondere dann interessant, wenn wir geänderte Maschinen-Werker-Konstellationen haben, was bei einem Simulationsprojekt eigentlich klassisch ist, da wir ja gewisse Simulationsszenarien annehmen und simulieren und später in der Realität nicht zwingend, gerade über die Lebzeit von so einer Produktionslinie, immer die gleichen Maschinen-Werker-Konstellationen wieder vorfinden werden. Bei der mathematischen Optimierung habe ich jetzt trotzdem den Vorteil, dass ich auch bei anderen Konstellationen ein garantiert optimales Ergebnis bekommen kann. Gegenüber dem klassischen Ansatz ist insbesondere keine erneute Resimulation in einem späteren Verlauf, ein, zwei Jahre später vielleicht, notwendig, und eine Anpassung dieser Regel, Anpassungsalgorithmen, sprich dieser Heuristiken, die da zum Einsatz gekommen sind. Der nächste Punkt. Da wir das Projekt jetzt natürlich so geschnitten haben, dass wir die Optimierungskomponente extrahiert haben,
Da wir dann auch eine eindeutige Problembeschreibung leisten, haben wir einen weit zusätzlichen Projektoutput. Wir haben jetzt kein Regelwerk, was in der gegebenenfalls simulationsspezifischen Sprache umgesetzt ist, sondern wir haben eine externe Optimierungskomponente, die jetzt simulationsgetestet ist sozusagen. Und dieses Optimierungspaket kann man als fertige Implementierung weitergeben und kann dann in der Steuerungssoftware der Reallinie zum Einsatz kommen. Hat natürlich den Vorteil, dass wir kein Risiko von Fehlinterpretation irgendeiner Spezifikation haben, weil wir die genau gleiche Softwarekomponente nutzen. Man hat im Endeffekt schon eine virtuelle Inbetriebnahme dieses Optimierungsmoduls gemacht. Genau, der letzte Fazitpunkt, den ich jetzt hier noch habe, ist, dieses Verfahren eignet sich natürlich nicht für alle Probleme, weil sich nicht alle Probleme mathematisch gut beschreiben lassen. Es gibt allerdings so ein paar Aufmerker, sage ich mal, wann man sich vielleicht Gedanken machen sollte. Also eigentlich immer, wenn man irgendwas im Bereich Zuordnungsprobleme in seiner Produktionslinie hat oder Reihenfolgen bestimmen muss. Auch Ablaufplanungsprobleme oder ein bisschen kompliziertere Packaufgaben sind eigentlich klassische Themenstellungen, wo es bei einem klingeln sollte, dass man vielleicht so einen mathematischen Optimierungsansatz anstelle von einer Heuristik vielleicht in Betracht zieht. Gut, dann danke dir für die Vorstellung des Fallbeispiels. Gibt es aus der Runde Fragen direkt schon zum Beispiel? Dann könnten wir die nämlich auch direkt schon angehen und kurz ansprechen, klären. Wenn das nicht der Fall ist, können wir auch mit dem nächsten Fallbeispiel weitermachen und wir haben nach hinten eben noch Puffer raus. Also sollten sich noch Fragen ergeben, sollten Ihnen noch Fragen einfallen. Dann haben wir hinterher auch noch Zeit, das zu klären. Gut, das nächste Fallbeispiel, das betrifft auch die Kopplung von Simulation mit Optimierung. Und zwar gibt es ein Fallbeispiel zur letzten Meilenlogistik, das eigentlich aus zwei Projekten sich entwickelt hat oder das wir jetzt aus zwei Projekten mal als Beispiel nehmen. Das ist einmal das Projekt Lieferbote und das Projekt Epoll Campus. Bei beiden geht es um die Fähr- und Entsorgung mittels autonomer, elektrisch angetriebener Transportfahrzeuge. Also ich habe eine Flotte von Robotern, die autonom navigieren und eben elektrisch angetrieben sind. Und diese Roboter ja, nehmen Pakete auf und stellen Pakete auch zu. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie eben diese Interaktion zur Paketzustellung oder zur Paketaufnahme, wie die denn möglich ist. Der große Unterschied zwischen den beiden Projekten ist quasi das Konzept, was dahinter steckt. Im ersten Projekt haben wir quasi eine zweistufige Zustellung. Das heißt, wir haben eben Zubringerfahrzeuge, die in die Stadt reinfahren und da sich mit den ja, Transportfahrzeugen treffen und da eine Übergabe von den Paketen machen. Und ab da werden die Pakete dann eben von den ja, autonomen Fahrzeugen, autonomen Transportfahrzeugen transportiert. Und im EFOL-Projekt betrachten wir ein Stadtquartier und dieses Stadtquartier hat ein Depot und aus diesem Depot holen sich die autonomen Roboter eben selbst die Pakete und stellen da auch die Pakete wieder zu. Bei beiden Robotern handelt es sich dann um eher kleinere, die mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig fahren können. Und dementsprechend ergeben sich auch sehr schöne Möglichkeiten, das sowohl zu simulieren als auch zu optimieren. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar mit der Problembeschreibung für die zweistufige Zustellung und Abholung. Das Schaubild sieht jetzt erstmal ein bisschen verwirrend aus. Das ist aber eigentlich relativ schnell erklärt. Wir haben zwei Kreisläufe. Einmal den Kreislauf der Zubringerfahrzeuge und einmal den Kreislauf der ja, der autonomen Transportroboter. Wenn man sich jetzt den linken Kreislauf anschaut, wie gesagt, wir haben irgendwo Verteilzentren, da haben wir Pakete, die zugestellt werden müssen, da wird der Zubringer entsprechend beladen, dann müssen Treffpunkte mit den Transportfahrzeugen, also den autonomen Transportrobotern ausgemacht werden. An solchen Treffpunkten erfolgt dann Austausch der Pakete, also die Pakete, die in ein Stadtgebiet reingehen sollen, die werden in den Transportroboter eingeladen. Die
Pakete, die da wieder rausgehen sollen, die irgendwo anders hin sollen, die werden halt wieder eingeladen in den Zubringer, beziehungsweise ins LKW, ins große Fahrzeug. Dann fährt das Zubringerfahrzeug eben mit seinen neu aufgenommenen Paketen wieder in die Verteilzentren, kann natürlich zwischendurch auch Pakete an der Paketbox abgeben oder auch die Paketboxen bedienen, die auf dem Weg liegen. Das soweit grob zu dem linken Kreislauf, der rechte Kreislauf. Sobald eben ein autonomer Transportroboter mit Paketen bestückt ist, versucht er eben die Sachen, die Pakete dort abzuliefern, wo sie auch hin müssen. Und zwar ist in dem Fall sind das Paketboxen. Der Roboter ist mechanisch in der Lage, die Paketboxen selbst zu bestücken. Und jetzt sehen wir neben den orangenen Zustellpaketen und den hellblauen Abholpaketen noch hier lilafarbene Pakete dargestellt. Das sind eben Pakete, die innerhalb des Gebiets verteilt werden können oder verteilt werden sollen und die eben nicht nochmal ein Zwischenspiel mit dem Zubringer benötigen und die der Roboter hier eben selbstständig aufnehmen kann. Dann muss er natürlich, wenn er sich im Stadtgebiet bewegt, darauf achten, wir haben elektrisch angetriebene Roboter, dass er entsprechend seinem Ladestand mögliche Ladestationen besucht, um eben seinen Batterieladestatus aufzufrischen. Dann sehen wir unten, wenn er denn mal dann eine finale Paketstation erreicht hat und dann kann der Kunde dementsprechend, wie bei einer Paketstation üblich, quasi asynchron sein Paket entnehmen oder auch wieder ein neues Paket reinlegen. Das grob zu den zwei Kreisläufen, die in dem Projekt angeschaut werden. Und da sieht man schon, dass da eine ganze Reihe von Fragen irgendwie geklärt werden müssen, damit das funktioniert. Also eine Frage ist zum Beispiel, wo und wann sich die Zubringer und Transportroboter denn zum Austausch treffen sollen, welcher Transportroboter überhaupt so einen Austausch übernehmen soll an einer bestimmten Stelle. Und natürlich auch nicht unwesentlich, in welcher Reihenfolge die Paketboxen und Ladestationen angefahren werden sollen. Also es gibt ja Kundenwünsche, die zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo ein Paket haben möchten. Das muss eingeplant werden. Und da kann man sich vorstellen, dass da eine ganze Reihe von Fragestellungen sind oder Herausforderungen, die irgendwie geklärt werden müssen. Das haben wir auf der nächsten Folie. Also wir haben Fragestellungen, die Optimierung betreffen, die Simulation betreffen und eben die Kopplung von Simulation und Optimierung betreffen. Wie wir gerade gesehen haben, das sind relativ komplexe Entscheidungsprobleme, die da gelöst werden müssen. Es ist zu berücksichtigen, sind die Kundenwünsche zu berücksichtigen, die Position der Transportroboter, der Ladestand der Transportroboter, also sowohl der Energieladestand als auch die noch verfügbare Kapazität. Wir müssen uns die Position der Zubringer anschauen. Dann ist das Ganze natürlich noch ein hochdynamisches System, weil ständig irgendwelche neuen Pakete reinkommen können. Es können Kundenwünsche sich ändern. Und was vor allen Dingen eine wichtige Anforderung ist, dass die Entscheidung eben echtzeitnah getroffen werden. Das heißt, wenn es denn einen Optimierungsalgorithmus gibt, dann soll der eben auch ein sehr gutes Laufzeitverhalten haben. Mit der Simulation soll eben das Optimierungsverfahren bewertet werden oder soll die Optimierung bewertet werden. Da gilt es also, ein geeignetes Kennzahlensystem für diese Planungs- und Steuerungsalgorithmen umzusetzen und in der Simulation dann einzubinden. Und was man sich jetzt auch vorstellen kann, das System existiert so noch nicht in den Größenordnungen, in denen es dann hinterher betrieben werden soll oder hinterher betrieben werden kann. Das heißt, die Simulation soll eigentlich genutzt werden, um das System virtuell in Betrieb nehmen zu können. Was heißt das? Das heißt, dass wir, wenn wir jetzt an die Kopplung von Simulation und Optimierung gehen, dass eigentlich ein generisches Schnittstellenkonzept zu entwickeln ist, was ich sowohl eben, wo ich die Optimierung sowohl für die Realwelt nutzen kann, als auch für das Simulationsmodell, um eben da das Ganze tatsächlich virtuell testen zu können. Dann noch ein banaler, aber vielleicht nicht ganz unwesentlicher Punkt ist die Zeitsynchronisation. Wenn wir jetzt die Kopplung von Simulation und Optimierung anschauen, die Optimierung, wenn die denn dann im Simulationsmodell oder auch in der Realwelt abläuft, die basiert ja auf einem Wissensstand zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Und wenn man sich jetzt mal die Anforderungen anschaut, die in dieser Optimierung ja, gelöst werden müssen oder welche Probleme da alles berücksichtigt werden müssen, Kriterien, dann ist klar, dass diese Optimierung halt nicht in irgendeiner Nullzeit erledigt ist. Und die Frage ist dann eben, wann die Ergebnisse von der Optimierung in die Simulation reinkommen. Also klar, in der Realwelt ändert sich jetzt nicht so viel in Echtzeit, wenn ein Optimierungsalgorithmus 1, 2 Sekunden läuft. Wir wollen jetzt aber die Simulation natürlich nicht in Echtzeit laufen lassen, sondern wir wollen das schon schneller durchlaufen lassen. Und da ist eben die Frage, ja, wie wir diese Nebenläufigkeit von Simulation und Optimierung aufheben, weil das jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, dann das Ganze in Echtzeit laufen zu lassen. Genau, es braucht also in irgendeiner Form da auch eine Synchronisation. Das zu den ja, sag mal, Hauptherausforderungen bei diesem Fallbeispiel. Wir können uns auch anschauen, wie das dann quasi systemarchitekturtechnisch umgesetzt wurde. Also hier grob die Systemarchitektur. Wir haben drei Hauptkomponenten. Einmal das User Interface, wo eben es Möglichkeiten gibt, die Flottensteuerung zu kontrollieren, also sich die Positionen und Zustände der Fahrzeuge anzuschauen. Dann das Frontend für die Nutzer, um da die ja, Zustell- oder Abholwünsche deklarieren zu können. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Datenbanken, die einmal die Stammdaten umfassen, die Auftragsdaten umfassen, aktuelle Tourdaten und eigentlich den Hauptteil des, ja, des Systems, die Planungs- und Steuerungskomponenten, die hier quasi mit einem zentralen Service, dem Prozessmanagement, die Kommunikation mit anderen Komponenten machen. Also einmal, was die Entscheidung angeht, welche Aufträge von welchen Fahrzeugen übernommen werden sollen, welche Routen die Fahrzeuge nehmen und welche, ja, welche Batterieüberwachung oder wann geladen werden muss. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Servicen. Was jetzt hier natürlich sinnvoll oder was notwendig war, dass wir die Schnittstelle zur ja, realen Fahrzeugkommunikation schon logischerweise berücksichtigt haben, weil das Ganze ja eben auch in der Realwelt getestet wird. Aber jetzt auch, jetzt kommen wir zu der virtuellen Betriebnahme, die gleiche Schnittstelle eben auch für die Simulation verwenden. Also wir haben beide Schnittstellen sind oder beide ja, sowohl für die Simulation als auch für die Realwelt kommunizieren wir über quasi die gleichen Restendpunkte, also über quasi sowas wie HTTP-Anfragen und können dementsprechend relativ leicht das System sowohl in der Simulationswelt einsetzen als auch in der Echtwelt einsetzen und können so ganz ziemlich gut die, ja, die sowohl die Auftragszuordnung, die Routenplanung und alle eigentlichen Planungsservices testen und ja, in Betrieb nehmen. Das sieht jetzt sehr theoretisch aus. Das können wir jetzt auch noch mal ein bisschen besser veranschaulichen. Und zwar möchte ich kurz ein Video zeigen, wie das Ganze dann in, ich möchte nicht sagen Echtzeit aussieht, weil wir möchten es ja nicht in Echtzeit zeigen. Also wie es ein ganz bisschen schneller aussieht. Das starten wir mal kurz, das Video. So, Sie sehen jetzt einen Ausschnitt von Karlsruhe, vielleicht kurz zu der Erklärung. Die S-Symbole sind hier die, die möglichen Meetingpunkte von Zubringerfahrzeug und den Lieferrobotern. Das hier sind die Symbole für Paketstation. Die Pakete selbst sind mit einem, ja, sind hier in diese gelben Kästchen, die man hier sieht. Hier die Steckersymbole zeigen an, dass in den gleichen, in den Paketstationen gleichzeitig auch noch Lademöglichkeiten sind. Und die Lieferroboter, die hier über das Stadtgebiet verteilt sind, die sind hier als diese blauen Kästchen dargestellt. Starten das Ganze mal. Wir sehen jetzt hier, dass
in der Mitte ein Zustellfahrzeug angekommen ist und jetzt dementsprechend die ganzen Lieferroboter sich zu diesem Zustellfahrzeug bewegen und da eben Pakete aufnehmen, die sie dann im weiteren Verlauf verteilen. Das sieht noch etwas wuselig aus. Genau, wir schauen uns jetzt mal das Fahrzeug oder den Lieferroboter mit der Nummer 15 an, das hier 5 Pakete vom Zustellfahrzeug aufgenommen hat und jetzt erstmal noch nach oben fährt, um ein weiteres Paket in der Packstation aufzunehmen. Und jetzt mit diesem Paket eben nach unten fährt, Richtung Kolpingplatz, um da eine ganze Reihe von Paketen abzugeben oder zumindest ein Paket abzugeben. Genau, jetzt schauen wir uns nicht mehr die 15 an, jetzt schauen wir uns die 14 an. Es hat die 15 hier von oben ein Paket runtergebracht und die 14 hat jetzt dieses Paket aufgenommen, um das an seinen Zielort zu bringen, der hier im Osten verortet ist. Am Zielort angekommen, wird das Paket weggegeben. Das ist uns natürlich in dem Beispiel vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehbar, dass das Paket weggegeben wurde und auch noch ein anderes Paket dazu genommen wurde, das jetzt wieder in den Westen befördert wird. Die Weststadt wird abgegeben und dann das Fahrzeug wieder Pakete abholen. So, ich glaube, man hat einen guten Eindruck davon bekommen, was jetzt hier gemacht wurde oder wie es zumindest funktioniert und das alles eben, in dem die Komponenten eingesetzt wurden, die auch für das Realwelt oder die auch in der Realwelt, jetzt wurden hier halt die Informationen nicht ans Fahrzeug, an die Fahrzeugschnittstelle gegeben, sondern eben an die Simulationsschnittstelle, die dann die Fahrzeugbewegung simuliert hat. Genau. Das war das Beispiel, noch ein zweites Beispiel zur Kopplung von Simulation mit Optimierung. Wenn Sie da keine Anmerkungen, Fragen zu haben, würde ich mit dem nächsten Beispiel weitermachen. Also eine Handmeldung sehe ich jetzt. Sehr gut, dann können wir auf die Handmeldung eingehen. Genau, ich versuche Sie mal anzuschalten im Ton. Frau Lege, Sie müssten jetzt sprechen können. Das mit dem Mikrofon scheint noch nicht zu klappen. Ja, dann ist vielleicht die alternative Möglichkeit, wenn das mit dem Mikrofon nicht klappt, die Frage irgendwo im Chat, müssten Sie irgendwo ein Chatfenster sehen, zu formulieren, dann versuchen wir drauf einzugehen. Genau, und dann können wir es ja, wenn es dann auch nicht funktioniert, nochmal vielleicht gegen Ende versuchen. Genau. Dann sammeln wir die Frage und schauen dann, dass wir die gleich dann beantworten.
Ah, jetzt ist die Frage da, warum werden Simulationen und Optimierung gekoppelt? Vereinfacht die Optimierung. Also die genau die, wenn die Frage richtig verstehe, ist, warum wir jetzt die Simulation nutzen, um die Optimierung quasi zu testen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen den Steuerungsalgorithmus wollen wir testen, bewerten und quasi virtuell in Betrieb nehmen. Und da, wie gesagt, das System in der Größenordnung noch nicht existiert, in der man das dann so hier mit 20 Fahrzeugen im Stadtgebiet ausrollt oder indem man das betreiben kann, wird das eben Ganze virtuell getestet, eben der Simulation. Genau, dann gibt es direkt noch eine Anschlussfrage. Gibt es in der Simulation zusätzliche Störfaktoren? Nein, als Störfaktoren vermutlich so Punkte wie dass irgendwie die Fahrzeuge behindert werden, dass Fahrzeuge ausfallen können, dann würde ich die Antwort mit Ja beantworten. Wenn Sie was anderes meinen, dann, genau, dann schreiben Sie das am besten nochmal. Sehr gut, ja, genau. Also das haben wir nicht gesehen, dass Fahrzeuge eben ausfallen können, dass wie in jedem Produktionsbetrieb dann auch irgendwelche Störungen kommen können oder eben das, ja, eben aufgrund des Verkehrs, der jetzt auf Bürgerstein jetzt nicht so groß ist, dass da eben zeitliche Verzögerungen reinkommen können. Genau, dann gibt es schon direkt die nächste Frage, auch noch zu dem Thema. Ich denke, die Zeit haben wir. Haben Ja, Sie auf diese jeden Fall. Simulation in der Praxis mal ausprobiert? Also, wenn ich das richtig verstehe, dann meinen Sie, ob die Optimierungsalgorithmen, die jetzt in der Simulation gesteuert werden, oder die in der Simulation laufen, ob die schon in der Praxis ausprobiert wurden. Also, so würde ich das auch verstehen, ja. Also Physisch, also physisch genau gemeint, ja. dass die genau die Steuerung, also die Anbindung der Optimierungskomponente an die Fahrzeuge, ja, die findet physisch statt, aber eben dann nicht mit in der Größe, wie wir die Fahrzeuge haben. Also jetzt in dem Fall wird das Ganze eben mit einem Fahrzeug getestet und also um die physische Kopplung zwischen Optimierungskomponenten und Fahrzeugen zu machen, wird das mit einem Fahrzeug getestet und dann eben, wenn es mehr Fahrzeuge sein sollten, dann genau würde man oder dann deswegen greifen wir auf die Simulation zurück. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, Herr Wenzelburger. Dann haben wir noch eine dritte Frage. Wie gut ließe sich diese Simulation-Optimierung-Pakete auch in anderen Projekten einsetzen? Voraussetzungen, Projektdauer, Kosten? Das ist eine sehr, sehr gute und sehr detaillierte Frage. Auf die Voraussetzungen, Projektdauer, Kosten würde ich vielleicht irgendwann später nochmal eingehen, aber die Komponenten sind, wie wir im Architekturbild gesehen haben, so gebaut, dass die quasi auf eine Aufgabe spezialisiert sind. Jetzt haben wir in den beiden Projekten, in dem Lieferbotenprojekt und in dem Efeu-Projekt natürlich leicht unterschiedliche Anforderungen an die Komponenten. Aber wenn ich zum Beispiel eine Routenplanung in dem Lieferbotenprojekt habe, die könnte ich theoretisch auch in dem Efeu-Projekt benutzen, und genauso die anderen Komponenten, die da sind. Wenn denn die, also klar, es gibt noch ein paar Spezialkomponenten, die da sich ein bisschen unterscheiden, aber die grundlegenden Komponenten könnten auch in den anderen Projekten benutzt werden. Und ja, also ich hoffe, das hat Ihre Frage zumindest ansatzweise erstmal beantwortet. Wie gesagt, die Voraussetzungen, die Projektdauer und Kosten, das können wir gerne nochmal hinterher intensiver diskutieren. Und ja, das Efeu-Projekt, das geht auf jeden Fall in die Testphase. Wenn es denn, also da ist ab dem Jahr 2022 dann eine Testphase geplant. Und dieses Projekt, das ist dann auch
ja, wird nicht in der Größe getestet, das Lieferbootprojekt, sondern eben noch mit 2, 3 Fahrzeugen mehr. Fühlen Sie sich oder fühlen Sie sich so, dass die Fragen beantwortet wurden, oder wollen wir nochmal genauer auf eine Frage eingehen? Das können wir aber, wie gesagt, dann auch gerne hinterher noch im direkten Austausch machen. Okay, ja, vielen Dank. Dann, wenn es sonst keine Fragen zu diesem Beispiel mehr gibt, dann können wir ins nächste Fallbeispiel gehen. Und zwar jetzt mal, wir hatten ja die ganze Zeit die Kopplung von Simulation mit Optimierung, also dass wir eine Optimierungskomponente in der Simulation haben. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg und schauen uns an, wie denn die Optimierung mit der Simulation gekoppelt wird. Da ein Beispiel zur zentralen Notaufnahme, und zwar hatten wir in den letzten Jahren ziemlich viele Projekte, Simulationsprojekte mit Krankenhäusern, die den Logistikbetrieb untersucht haben wollten. Hier eine zentrale Notaufnahme mit 16 unterschiedlichen medizinischen Disziplinen. Das sind so circa 50.000 zu behandelnden Patienten, die da pro Jahr durchgehen. Wenn man das mal auf Disziplinen runterbricht, zum Beispiel die innere Medizin, das sind dann so 20 bis 50 Patienten, die pro Tag da durchkommen. Und wenn man das zum Beispiel auf eine andere Disziplin, die Neurologie, wenn man sich das dafür anschaut, das wären dann so 5 bis 20 Patienten, die da pro Tag dann durchgehen. Die Notaufnahme, die hat unterschiedliche Funktionsbereiche. Also wir haben Patientenanmeldung, Triage, wir haben bildgebende Verfahren da in verschiedenen Räumen, Computertomographie, Röntgen. Wir haben fachrichtungsspezifische Räume. Wir haben gerade schon von was von innere Medizin und Neurologie gehört. Dann gibt es auch natürlich noch Aufenthaltsräume für das Personal. Beim Personal unterscheiden wir administratives, pflegendes und ärztliches Personal. Und das dann steht gemäß bestimmten Schichten zur Verfügung. Was ist das Problem? Das Problem, was jede Notaufnahme hat, wir haben hohe Wartezeiten der Patienten. Wenn man mit Ärzten spricht, dann stellt man fest, dass das vielleicht manchmal auch gewollt sein kann. In dem Fall ist es nicht gewollt. Wir haben relativ hohe Durchlaufzeiten. Also da gibt es verschiedene Kennzahlen, die relativ hoch hier sind. Das ist einmal die Verweildauer in der Notaufnahme, die Length of Stay, die Door-to-Doctor-Time, also die Zeit vom Eingang in die, in die zentrale Notaufnahme, bis man einen Arzt sieht, oder nicht einen Arzt sieht, sondern vom Arzt behandelt wird, und den 4-Stunden-Standard, der besagt, dass 95% aller Patienten nach Möglichkeit in 4 Stunden durch die Notaufnahme durch sein sollten. Problem, wie eigentlich bei jedem realen System, wenn wir jetzt irgendwelche Prozesse ändern wollen, dann können wir das nicht in der Realität machen, sondern machen das besser in einem Simulationsmodell. Und die Frage war eben hier, wie wir Prozessverbesserungen identifizieren mit einem Simulationsmodell, um eben sowas wie diese hohen Durchlaufzeiten zu verringern. Genau, schauen wir uns beispielhaft die durchschnittliche Verweildauer, also die Length of Stay an. Da war die Frage zum Beispiel, was bringt es, die Prozesse zu ändern? Zum Beispiel, indem die Materialbereitstellungsprozesse ein bisschen angepasst werden, dass da nicht ständig Material gesucht oder neu nachgelegt werden muss. Was bringt zum Beispiel Anpassung des Layouts? Wir könnten Räume anbauen, wir könnten auch andere Räume noch in die Notaufnahme einziehen. Was bringt Änderung von Raumbelegung, also indem ich zum Beispiel Räumen anderen Funktionen zuweise, und eben, was bringt eine optimierte Personaleinsatzplanung. Damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, hier 3 Bilder aus dem Projekt. Einmal das Layout, das grundsätzliche Layout der Notaufnahme. Wir haben im Prinzip 2 Eingänge, einmal den Eingang, den die Patienten erreichen, wenn sie per Rettungswagen oder per Krankentransport angeliefert werden oder eingeliefert werden. Dementsprechend dann auch die 3 Animationsräume drumherum. Wir haben hier die bildgebenden Verfahren wie Computertomographie, Röntgen. Hier haben wir eben den Eingang für die
auf der anderen Seite den Eingang für die Patienten, die selbstständig in die Notaufnahme können mit der entsprechenden Anmeldung. Wir haben Räume für Unfallchirurgie, wir haben Räume für Neurologie bzw. einen Raum für die Neurologie. Wir haben diverse Räume eben für die, nee, wir haben drei Räume für die Neurologie. Wir haben diverse Räume für die innere Medizin. Wir haben eine ganze Reihe von Kinderheilkundenräumen. Wir haben Operationssäle, Urologie, Augenheilkunde, Hals, Nasen, Ohren. Also Sie sehen, es sind ziemlich viele Disziplinen, relativ viele Fachrichtungen in den Räumen verteilt. Und wir haben auch dementsprechend hier mal auf High Level dargestellt, relativ komplexes Prozessdiagramm, wo dann zu jedem einzelnen Prozessschritt eben Ressourcen gefordert sind, die Räume oder die entsprechenden Ärzte und die Krankenschwestern, um eben solche Prozessschritte durchführen zu können. Und natürlich für die Simulation relativ wichtig, wir haben auch sowas noch wie Wegezeiten. Wenn man sich jetzt da die Herausforderungen oder die Herausforderungen anschaut, wir haben, wie gesehen, ein relativ detailliert abgebildetes Simulationsmodell, eine sehr große Anzahl an Prozessschritten. Also wir haben selbst allein für die Disziplin innere Medizin und Neurologie haben wir ca. 80 Prozessschritte, wozu auch ziemlich viele Daten erfasst wurden. Es gibt verschiedene Entscheidungslogiken, wie die Ressourcen zu Prozessschritten bzw. zu Patienten zugeordnet werden. Wir haben unglaublich viele Modellparameter, die variiert werden können. Also wir haben die Ressourceräume, die halt in Anzahl und Art variiert werden können. Wir haben das Personal, was an Anzahl und Zuordnung von Pflegekräften jeweils zu Disziplinen variiert werden kann, auch dann jeweils noch die Schicht variiert werden kann. Und natürlich, wir haben eine bestimmte Anzahl von Ärzten, die Schicht, die variiert werden kann. Jetzt ist klar, so eine Simulation mit einer Parameterkonfiguration benötigt Rechenzeit. Wenn ich jetzt viele Modellparameter habe, die ich variieren kann, habe ich natürlich auch, würde ich auch zu viel Rechenzeit benötigen, um eben alle möglichen Konfigurationen zu simulieren. Und dementsprechend ist hier die Vorgehensweise eben, das nicht selbst zu machen, sondern Optimierungsalgorithmus, die bestmögliche Konfiguration finden zu lassen. Das heißt, es wird quasi ein Metamodell über die Simulation gesetzt, die dann die Auswahl der Parameter so steuert, dass ich dann mein Gesamtziel erreiche, und zwar das Gesamtziel, die durchschnittliche Verweildauer oder die anderen Kennzahlen, die wir gesehen haben, dann eben zu verbessern. Das heißt also, dieser Optimierungsalgorithmus soll mir die Parameterauswahl steuern. Dann werden die Parameter in die Simulation eingespielt oder beziehungsweise mit den Parametern wird die Simulation gestartet. Dadurch bekomme ich eben eine Bewertung meines Systems. Und dann, je nachdem, ob ich jetzt schon mein Ziel erreicht habe oder noch nicht, wird dann die Parameterauswahl eben neu gestartet. Oder ich habe schon eine Lösung, mit der ich eben mein System als optimal oder als zumindest für gut befinde. Das sieht nicht besonders kompliziert aus. Das ist natürlich schon eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, da die richtigen Parameter zu finden. Die gute Nachricht dafür ist aber, dass es da auch bereits weit entwickelte Verfahren gibt, wie zum Beispiel OptQuest, was wir in dem Fall auch benutzt haben, wo man eben, wo diese Parameterauswahl eben von einem Algorithmus schon gesteuert wird und dass man in diesen Algorithmus konnte man eben sowas Vorgaben eingeben, mit denen er dann umgeht und eben diese Parameterauswahl entsprechend der Zielgröße steuert. Also ein Beispiel, wenn wir jetzt auf das Personal gehen, da könnte man zum Beispiel die Budgetgrenze festlegen und vorgeben, dass sich die Personalparameter eben in dieser Budgetgrenze bewegen sollen. Oder nochmal in mathematischer Schreibweise ausgedrückt, wir wollen eben diese durchschnittliche Verweildauer minimieren. Diese durchschnittliche Verweildauer wird eben durch die Simulation berechnet und was da durch die Parameterauswahl gesteuert wird. Wir haben ein bestimmtes Budget vorgegeben, wir haben verschiedene Personaltypen verschiedene Personaltypen, wir haben verschiedene Schichten für diese Personaltypen und
eine minimale und maximale Anzahl an Personen, die in diesen Schichten zugeordnet sein sollen. Und jetzt ist eben der Algorithmus dafür da, das Problem so zu lösen, dass eben hier diese durchschnittliche Verweildauer minimiert wird. Da ein paar Beispielergebnisse, möchte ich jetzt damit gar nicht erschlagen, sondern einfach nur, um darauf einzugehen, was wir halt gemacht haben. Wir haben unterschiedliche Szenarien durchgeschaut. Wir haben gesehen, dass in unterschiedlichen Szenarien eben die durchschnittliche Verweildauer um bis zu 15% im Vergleich zum Ausgangsszenario reduziert werden konnte. Und die, wenn man sich allein den optimierten Personaleinsatz, also das, was wir gerade auf der Folie gesehen haben, anschaut, eben das Ganze, die Schichtbesetzung optimiert wurde, da sich die durchschnittliche Verweildauer eben um 9% verbessert hat. Das finden wir auch hier in der Tabelle wieder, also hier die erste Spalte mit S1 überschrieben, das sind die Werte, die eben die Ursprungsbasis darstellten, wo die einzelnen, ja, wo eben was den aktuellen Systemzustand beschrieben hat. Dann gab es hier unterschiedliche Szenario, unterschiedliche Änderungen. Wir hatten gesehen irgendwelche Prozessänderungen und eben hier bei dieser Optimierung des Personaleinsatzes, also bei einer Optimierung des Personaleinsatzes, konnte in der Neurologie jetzt nicht so viel an der durchschnittlichen Verweildauer geändert werden. Aber wenn man jetzt die innere Medizin betrachtet oder eben das Gesamtbild, dann sieht man schon, dass allein durch den optimierten Personaleinsatz, und das meint jetzt nicht eine Verschiebung der Schichtzeiten, sondern einfach nur, wie viele Leute in einer bestimmten Schicht drin sein sollen, dass das eben zu einer relativ hohen Verbesserung geführt hat. Genau. Das war's eigentlich dazu. Ich denke, das können wir so machen. Wenn Sie Fragen haben, dann könnten wir die jetzt natürlich auch klären. Genau, hier ist direkt eine erste Frage reingekommen. Aus praktischer Sicht hätte ich jetzt gefragt, was benötigt denn am meisten Zeit? Ich vermute, das zielt darauf ab, ob die Modellierung der Simulation oder der Entwurf der Optimierungskomponente mehr Zeit beansprucht. Wenn die Vermutung richtig ist, dann... Nein. Der Zeitanteil bei der Behandlung. Ja, das ist je nach, das ist eine sehr interessante Frage, das ist tatsächlich je nach Disziplin ein bisschen unterschiedlich. Manchmal dauert die Behandlung das Warten auf Testergebnisse war in manchen Fällen, hat es eben ziemlich lange gedauert, weil dann eben die Sachen niedrig priorisiert waren. Und eine generelle Aussage über alle Disziplinen kann man nicht treffen, aber dieses Warten auf Testergebnissen und dann dass dann nochmal der Doktor die Testergebnisse vorstellt und das ist eigentlich das, was in dem Prozess so relativ viel Zeit gefressen hat. Ja, ich glaube, man kann relativ pauschal sagen, aus Patientensicht zumindest, sind die Wartezeitanteile relativ signifikant. Das sind hohe Zeitanteile im gesamten Prozess. Von dieser Length of Stay, was ja die komplette Zeit ist, die der Patient in der Notaufnahme verbringt, haben wir relativ hohe Zeitanteile, die einfach warten sind für den Patienten. Die möchte man natürlich reduzieren. Die Frage ist damit beantwortet. Okay, dann gibt es sonst noch Fragen zu diesem Fallbeispiel? Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir noch ganz kurz auf die Zusammenfassung, was wir zeigen wollten, was wir gezeigt haben. Also wir haben die
Kopplungsmöglichkeiten von Simulation und Optimierung gezeigt. Einmal habe ich eben nicht gezeigt, wir haben nur die theoretische Möglichkeit der sequentiellen Kopplung gezeigt. Wir haben hier die hierarchische Kopplung gezeigt, also einmal die Simulation mit Optimierung, die Optimierung mit Simulation. Dazu eben das Fallbeispiel aus der diskreten Fertigung, wie man die Optimierung als Steuerungsmodul in die Simulation einbettet, eben auch, um das Ganze virtuell in Betrieb zu nehmen. Genauso wie bei der letzten Meile Logistik, dass wir da auch ein generisches Schnittstellenkonzept haben, um das Ganze eben virtuell in Betrieb nehmen zu können. Und dann eben jetzt im letzten Fallbeispiel die Parameteroptimierung über ein Metamodell, um eben über die Simulationsläufe die Parameterkonfiguration zu bestimmen, die eben in dem Fall die durchschnittliche Verweildauer am besten erledigt werden kann. Was man vielleicht auch noch als Fazit sagen kann, ist, wir haben gesehen, es gibt viele Möglichkeiten der Verknüpfung, und wenn man jetzt an die Software-Tools denkt, da gibt es in den meisten Punkten eben noch keine etablierten Standards, wie diese Verknüpfungen zustande kommen oder was man da am besten standardisiert einsetzt. Ich denke, das ist was, was dann zukünftig auch noch getrieben werden kann. Wenn Sie Fragen haben, dann... Genau, hier ist schon eine Frage reingekommen. Wovon hängt es ab, welche Kopplung man wählt? Ich würde sagen, hier hängt davon ab, im Wesentlichen, wie häufig man vor der jeweiligen Fragestellung steht. Insbesondere die Themen aus der Simulation mit Optimierung. Das sind Fragestellungen, die wir entweder ständig bearbeiten müssen, diese Disposition von Fahrzeugen oder auch die Entscheidung, wie Werke eingesetzt werden. Das sind Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss. Da brauche ich eine Steuerungskomponente, die Optimierung beinhalten kann. Das läuft dann automatisch auf den Simulationen mit Optimierungsansatz eigentlich raus. Wenn ich Fragestellungen habe, die ich nicht so häufig beantworten muss, Beispiel wäre hier eben aus der Notaufnahme diese Raumeinteilung, die werde ich wahrscheinlich einmal machen. Vielleicht tut man die nach vielen Jahren einmalig erneuern. Aber prinzipiell, wenn man diese Raumentscheidung getroffen hat, muss man erstmal damit leben. Das wäre jetzt der Ansatz, dass diese Raumentscheidung als Parameter in das Modell reingehen. Und dann hätte man diese Optimierungskomponente über die Simulation gesetzt, die sozusagen für die Generierung der verschiedenen Szenarien zuständig ist. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Okay, haben Sie noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, können Sie uns natürlich auch jederzeit so per Mail oder auch jetzt im Open House erreichen. Vom Herrn Wenzelburger sehe ich noch eine Handmeldung. Ich weiß jetzt nicht, ob die alt ist oder gerade neu gekommen ist. Ich kann sie ja mal probieren, wenn das okay ist, sie aufs Mikrofon aktiv zu schalten. Wenn ich wüsste, wo. Hören Sie mich? Ja, jetzt können wir es hören. Perfekt. Ja, man muss selber aktiv werden. Ja, ein bisschen Interaktion. Ja, das ist schwierig, das per Chat quasi zu fragen. Ich meine, wir hatten das so ein bisschen versucht schon anzureißen bei dieser Notfallaufnahmegeschichte. Da hängt es natürlich, das sind ja zwei Aspekte. Das eine, wenn Sie in der Simulation oder so ein Optimierungsmodell haben, Sie kommen dann raus mit, naja, sind gegenüber dem Ist-Zustand 15 oder 9% besser, sage ich Ihnen jetzt mal als Praktiker. Das kriege ich wahrscheinlich in der Praxis nicht wirklich umgesetzt, ja, weil es sind so viele Störfaktoren in der Praxis, die dann wieder aus anderen Gründen dazu führen, dass sie wieder bei der alten Durchlaufzeit in der Notfallaufnahme wären. Deswegen ja war so ein bisschen meine Frage hin, okay, was sind denn die in dem Gesamtprozess die Hauptzeitfaktoren, die da eine Rolle spielen? Die haben sie ja zum Teil beantwortet, ne? Also sie haben gesagt, glaube ich, bestimmte Tests brauchen einfach eine gewisse, haben einen gewissen Zeitbedarf. Aber da wäre halt interessant zu wissen, was sind denn die Haupt
Zeittreiber und kann ich das erstmal ändern? Sie haben auch richtigerweise gesagt, na klar, Infrastruktur ist vom Krankenhaus meistens gegeben, wenn Sie jetzt sagen, ich ändere komplett das Layout, ist erstens teuer und zweitens auch nicht so mal eben schnell zu ändern, wahrscheinlich. Ne? Also wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen komplett umbauen. Also deswegen wäre halt bei solchen Fällen, und das gibt es ja in Industriebetrieben ähnlich, was sind denn so die Hauptzeit oder das kann jetzt Zeit, das kann Kosten oder wir wissen ja selber Engpässe. Was sind so die Hauptgeschichten da und gibt es da eben eine Möglichkeit, das entweder zu reduzieren oder anders zu gestalten, um einfach strukturell eben anders vorzugehen? Ne? Das ist dann mehr, wo Sie vielleicht nicht mit Simulation oder Optimierung, aber die Optimierung hilft oder die Simulation hilft Ihnen, solche Dinge vielleicht zu identifizieren, zu sagen, nee, ich mache das jetzt strukturell komplett anders. Ne? Das ist genau der Punkt, den wir eben bei den Simulationsprojekten mit den Krankenhäusern festgestellt haben, dass es schon geholfen hat, die Prozesse anzuschauen, um die in ein Simulationsmodell reinzubringen, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat, oh, ja, da kann man ja doch an den einen oder anderen Stellen was im Prozess ändern, wenn es jetzt auch um Materialbereitstellung geht, wie es jetzt auch in dieser zentralen Notaufnahme der Fall war, dass man da quasi den Materialtransportprozess anpasst, um eben da da irgendwelche Wartezeiten rausnehmen zu können. Und das, wie Sie auch schon gesagt haben, das macht sich eigentlich schon dadurch, dass eben allein der Prozess angeschaut wird und der Prozess quasi in ein Simulationsmodell gegossen wird. Genau, das war eigentlich immer ein großer Vorteil von den Projekten. Mhm. Ja, also die Frage ist natürlich sehr pauschal. Was kann man verbessern? Was man vielleicht betonen sollte an der Stelle ist, natürlich ist ein Modell, ein Simulationsmodell, aber natürlich auch ein mathematisches Modell als Komponente einer Optimierung, ist immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit in irgendeiner Form. Irgendwo muss man da den Schnitt machen. Und man hat natürlich immer die Möglichkeit, wenn man den Schnitt zu einer von der Realität zur Simulation macht, dass man deutlich komplexer bleiben kann, weil man dort deutlich komplexere Zusammenhänge einfach formulieren kann. Und wenn man Richtung mathematische Modellierung geht, muss man häufig noch stärker die Probleme beschränken. Was aber insbesondere, das ist ein deutlicher Mehrwert bei der Simulation natürlich, in die Simulation kann man durchaus diese Störungen auch rein implementieren. Also, dass Maschinen mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten ausfallen, dass Prozesszeiten nicht statisch vorgegeben sind, sondern Zeitverteilungen unterliegen. Das ist durchaus ein wichtiger Vorteil von der Simulation. Sie haben natürlich recht, man muss diese Risiken oder diese Verteilungen abschätzen können. Das ist häufig eine Datenfrage. Wie genau kann man eigentlich solche Störungen überhaupt abschätzen? Und nur dann kann man sie natürlich modellieren. Aber während der Optimierungsalgorithmus häufig eben diese Risiken nicht direkt betrachtet, haben wir dann eben die Möglichkeit, eine zwar mathematisch exakte Lösung aus dem Optimierungsalgorithmus in der Simulation dann zusätzlich mit Störungen zu validieren sozusagen. Und dafür sind natürlich auch diese zyklischen Verfahren gedacht, dass insbesondere bei diesen Parameterauswahlen, wenn wir mit Störungen zum Beispiel dann da drauf kommen, dass die Zeiten doch relativ hoch sind, versuchen wir natürlich in der Optimierungskomponente wiederum die Parameter anzupassen, um dann besser rauszukommen. Ja, das ist mir schon alles schon klar. Wissen Sie, ich bin ja nun etwas länger unterwegs und in der Praxis stößt man natürlich immer wieder, das eine haben Sie Probleme schon gerade erwähnt, wir haben nicht die Daten, das ist das eine Thema. Und das zweite ganz große Problem haben Sie natürlich, inwieweit Sie mit dem Modell tatsächlich die Realität abbilden. Sie müssen ja nachher das in der Praxis umsetzen. Ne? Und Sie haben da ja mit Menschen zu tun, die Ihnen sagen, da gibt es so viele Leute, die die Hand heben, sagen, wissen Sie was Sie da gerechnet haben, ist totaler Mist. Meine Welt ist völlig, völlig anders. Ne? Und da haben Sie immer ein Argumentationsproblem. Und umso näher an Sie die Sache drankommen, umso eher Sie die Leute überzeugen können, umso eher haben Sie die Chance, dass Sie auch Ihre Verhaltensweise ändern. Gerade in einem Krankenhaus, aber das ist ja nicht nur Krankenhaus, Industriebetrieb, gleiche Problem.
eine der größten Hürden ist, wenn Sie was verändern wollen, dass Sie die Menschen mitnehmen müssen. Und das ist auch bei so Sachen immer eine große Herausforderung. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie in einem Industriebetrieb oder auch einem Krankenhaus akademisch so hoch ausgebildete Leute haben, die Ihnen intellektuell von dem, was Sie da ausgerechnet haben, folgen können. Ne? Das ist immer die große Herausforderung. Ne? Und auch die ich in meinem Berufsleben immer wieder gestanden bin, muss man inzwischen fast sagen, ja, dass sie die Leute mitnehmen. Und eines der wesentlichen Punkte ist, auch wenn sie mit den Menschen dann sprechen, die können ihnen teilweise schon hinweisen, wo das Problem ist, nur die können es vielleicht nicht so gut beschreiben und geschweige denn auch nicht mathematisch modellieren, schon gar nicht, aber zumindest sagen wir mal, da ist das und das ein Problem, damit habe ich zu kämpfen. Und denen ist ja am besten geholfen, wenn man ihnen dann zum Beispiel sagt, ja, wunderbar, du musst es halt so und so anders machen oder wir müssen das ein bisschen anders gestalten. Die haben manchmal auch sehr gute Ideen. Das ist nicht so, dass die blöd sind. Ja. Die können sich nur nicht artikulieren oder sind manchmal nicht in der Lage. Gut, es gibt natürlich auch die üblichen Stinkstiefel, die können sie machen, was sie wollen. Die kriegen sie nicht dazu, ja, aber es gibt auch andere. Ja. Also das nur so als Hinweis. Ja, ja, genau. Aber Sie haben absolut recht. Ich finde es immer gut, wenn so Sachen dann auch praktische Auswirkungen hätten, dass sich tatsächlich etwas ändert. Ne? Jetzt nicht nur Notaufnahme, sondern auch in anderen Dingen. Genau, also Sie haben absolut recht. Nach der Erstimplementierung der Modelle muss immer ein Realitätsabgleich stattfinden. Wenn man das Realsystem schon haben sollte, was ja in manchen Fällen der Fall ist, wenn man ein Refitting von einer von einer Produktionslinie oder sowas in der Richtung macht, dann hat man ja das Realmodell tatsächlich schon. Dann würde man nach der Modellierungsphase ja auch einen Realstand laufen lassen, den man, indem man dann die Parameter oder die Ergebnisse untersucht, ob die zu den Erkenntnissen, die man aus der Realität hat, passt. Und wenn nicht, müsste man hier weiter an der Detaillierung arbeiten. Ein toller Vorteil, den Sie natürlich haben in der Simulation dann, ist die Quantifizierbarkeit. Und Sie können in beliebigen Prozessen, Kennzahlen relativ einfach erfassen oder detailliert drauf gucken. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Mitarbeiterauslastung. Da bekommen Sie eigentlich immer eine Gefühlsaussage. Sie fühlen sich stark oder weniger stark belastet, aber Sie bekommen selten ein differenziertes Bild, welche Teilmengen an Mitarbeitern zum Beispiel besonders stark und weniger stark ausgelastet sind. Und Sie haben dann die Möglichkeit, im Simulationsmodell Messpunkte zu installieren, Messpunkte, die Sie auch in der Realität gar nicht installieren können oder vielleicht auch nicht dürfen. Das ist einfach eine Hilfestellung, hinter die Ursachen besser zu kommen. Es widerspricht natürlich absolut nicht dem, dass man Erkenntnisse von Leuten, die tagtäglich in dem System schon arbeiten, sollten, setzt aber auch voraus, dass es das System schon gibt. Wir sind hier häufig in Anwendungsfällen, wo diese Linie erst in Planung ist. Dass wir die Erkenntnisse natürlich meistens an erste Stelle stellen müssen. Man ist ja auf der Suche, wie man mit möglichst wenig Aufwand möglichst gute Verbesserungen erzielen kann. Ich stelle das. Aber da ist Simulation im Werkzeug. Ja, ich stelle das auch nicht in Frage. Das ist nicht der Punkt. Ich wollte Sie nur auf die praktischen Herausforderungen ein bisschen hinweisen, weil ich gehöre zu den Leuten, die halt sowas versuchen, dann in der Praxis auch zum Tragen zu bringen. Ne? Das ist zu verstehen, das ist das eine, aber dann auch tatsächlich die Vorteile, die es eben bietet, umzusetzen, dass man da Erkenntnisse hat, wo denn tatsächlich der Hund begraben liegt und möglicherweise liegt man auch manchmal falsch. Da hilft es natürlich enorm, wenn man sowas machen kann, gar keine Frage. Und wenn Sie ein neues System aufbauen, logisch, dann können Sie das natürlich dafür einsetzen, um zu sagen, okay, das müsste im Idealfall so und so aussehen. Ja. Klar. Nee, danke. Gut. Gerne. Ja, vielen Dank für den Austausch. Dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, keine weiteren Diskussionspunkte, danke ich mich nochmal für Ihr Interesse und ja, ich hoffe, Sie haben noch einen interessanten weiteren Open House Tag. Und wie gesagt, wenn es weitere Austausch oder wenn Sie sich weiter austauschen wollen, dann können Sie uns auch jederzeit kontaktieren. Dann einen angenehmen weiteren Open House Tag. Dankeschön und tschüss zusammen.